Der Rustler, ich bin Geschäftsführerin im deutschen Netz rauchfreier Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Ich sitze hier in Berlin und in diesem Netzwerk für rauchfreie Krankenhäuser unterstützen wir Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, kompetent zu werden, Maßnahmen umzusetzen, die internationalen Standards entsprechen, denn Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsberufe haben einen besonderen Auftrag, wenn es um Prävention und Reduktion des Tabakkonsums geht, nämlich Rauchenden zu helfen, das Rauchen aufzuhören. Es ist mir eine besondere Ehre, dieses Online-Seminar zu moderieren. Und freuen Sie sich mit mir auf interessante Inhalte und einen spannenden Austausch mit den Referentinnen, und zwar Sonja von Eichborn von Unfair Tobacco, und Professor Sabina Ulbricht von FACT e.V., einem Kreis von Expertinnen und Experten für eine tabakfreie Welt. Das Online-Seminar richtet sich an zivilgesellschaftliche AkteurInnen aus dem Bereich Gesundheit, Kinder- und Menschenrechte, Tabakkontrolle und nachhaltige Entwicklung, an EntscheidungsträgerInnen in Politik und Verwaltung und an MedienvertreterInnen sowie an die interessierte Öffentlichkeit. Wir bitten VertreterInnen der Tabak- und E-Zigarettenindustrie, sollten Sie denn hier anwesend sein, dieses Online-Seminar jetzt zu verlassen. Das ist nicht für Sie gemacht und wir diskutieren das auch nicht mit Ihnen. Das Online-Seminar wird, um möglichst viele zu erreichen und vielen zur Verfügung zu stehen, live auf Facebook gescreent und aufgezeichnet. Und es steht auch später in dem YouTube-Kanal von Unfair Tobacco Online zur Verfügung. Sie sind im Moment alle auf stumm geschaltet und auch Ihre Kameraübertragung ist von der Technik her ausgeschaltet, um eine gute Übertragungsqualität zu sichern. Aber für inhaltliche und technische Fragen, aber auch für Fragen an die Referentinnen, können Sie gern das Frage- und Antwort-Tool nutzen. Das finden Sie, wenn Sie mit der Maus über den Bildschirm gehen, dann taucht das unten auf und Sie können dort Ihre Fragen eingeben und auch die eventuelle Diskussion über diese Chat-Funktion mitverfolgen. Also es lohnt sich da ab und zu mal hinzugucken. Unterstützt werden wir dabei von Viola Dannenmeier von Unfair Tobacco. Sie betreut dieses Tool und wird auch die Fragen mitsammeln, die im Laufe des Vortrags von Ihnen gestellt werden und die wir dann mit den Referentinnen diskutieren können. Ja, zum Thema Frauen und Tabak, keine Allianz für die Zukunft. Das Motto des diesjährigen Weltnichtrauchertags ist Commit to Quit. Sag Ja zum Rauchstopp und sag Nein zum Tabak. Wir stellen dabei die Frauenrechte in den Mittelpunkt, denn in diesen Tagen muss die deutsche Regierung den Bericht zur UN-Frauenrechtskonvention bei den Vereinten Nationen einreichen. Und aus diesem Anlass haben 18 Organisationen dieses Factsheet erstellt, und zwar unter dem Titel Frauen haben ein Recht auf eine tabakfreie Welt. Frauenrechte werden bei Tabakkonsum und Tabakproduktion verletzt. Und Tabakkonsum und Tabakproduktion erschweren auch die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Und deswegen ist es wichtig, die WHO-Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle schnell und wirksam umzusetzen. Und das ist auch ein Teil der nationalen Entwicklungsziele, der nachhaltigen Entwicklungsziele. Diese beiden Instrumente haben die Basis in der UN-Frauenrechtskonvention. Die Tabakprodukte und ihre Vermarktung und der Tabakkonsum verletzen die Rechte auf Gesundheit und Vorsorge, aber auch auf Information über die Werbung und über die Vermarktung. Und das wollen wir uns ansehen am Beispiel von Deutschland und hier eben speziell, wie Frauenrechte auf Gesundheit und Vorsorge verletzt werden.
Der Tabakanbau und die Ausbeutung von Arbeitenden, der fehlende Arbeitsschutz, hohe Gesundheitsrisiken im Anbau und in der Verarbeitung von Tabak wollen wir uns ansehen am Beispiel von Bangladesch. Und für den ersten Teil zur Vermarktung des Tabakkonsums und der Tabakkonsums in Deutschland wird Sabina Olbricht aus ihrer Arbeit berichten. Sie ist Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin an der Universitätsmedizin Greifswald und arbeitet dort zu Themen von Prävention mit Schwerpunkt Tabakrauchen. Sie engagiert sich seit langem als engagierte und aktive Vorstandsfrau bei Frauen aktiv kontra Tabak, dem Expertinnen- und Expertenkreis für eine tabakfreie Welt. Und insbesondere für eine Reduktion in ihrer Arbeit des Tabakrauchens bei Schwangeren. Sie beforscht hier geeignete Zugangswege, um die Frauen mit ihren Angeboten zu erreichen. Sonja von Eichborn aus Berlin von Unfair Tobacco leitet seit über 10 Jahren das Projekt Unfair Tobacco. Im Jahr 2017 wurde Unfair Tobacco mit dem WHO World No Tobacco Day Award ausgezeichnet. Und zwar speziell für diese brückenschlagende Arbeit zwischen Tabakkontrolle, nachhaltiger Entwicklung, öffentlicher Gesundheit und Handel. Und seit Februar 2020 koordiniert sie das Netzwerk Kinderrechte und Tabakkontrolle. Wir kommen jetzt zum ersten Beitrag von Sabina Olbricht zum Thema oder von Frauen und Rauchen in Deutschland. Frauen reagieren sensibler auf Tabakkonsum. Und es gibt ganz viele Unterschiede im Vergleich zum Tabakkonsum von Männern. Sabina, was kannst du uns da noch mehr aus deiner Arbeit erzählen? Ich gebe das Wort an dich. Ja, liebe Christa, zunächst einmal vielen Dank für die einführenden Worte und ich freue mich, heute hier zu sein. Tabak und Frauen, keine Allianz für die Zukunft. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Und ich möchte heute in meinem Impulsreferat, welches auch nur 2 Folien beinhaltet, einfach mal die Spanne aufmachen zwischen dem, was wir in Deutschland im Moment in der Situation haben im Bereich Frauen und Rauchen und dem Ausblick, dem, was wir uns quasi vielleicht wünschen können oder vorstellen können oder vielleicht eben auch oder auch ganz bestimmt fordern können. Es gibt ja einige Forderungen, die Sie dem Factsheet, dem neuen Factsheet sozusagen eben auch entnehmen können. Und einer der wichtigsten Aspekte in diesem Positionspapier ist für mich eigentlich die unbedingte Notwendigkeit der aktuellen Zunahme gesundheitlicher Ungleichheit im Bereich Frauen und Rauchen entschieden entgegenzutreten. Das ist nämlich ein Aspekt, einer der wichtigsten, die im Moment auf der Agenda stehen, wenn es um die Reduktion von gesundheitlicher Ungleichheit geht. Und ich möchte im Rahmen der nächsten Minuten versuchen, Sie mitzunehmen, quasi einen Bogen zu spannen, auch zur UN-Frauenrechtskonvention und den genannten Artikeln, nämlich der Notwendigkeit von Gleichberechtigung, der Notwendigkeit von Information und Bildung und auch dem Recht und auch der Notwendigkeit von Gesundheit und Versorgung. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht einmal die Deutschlandkarte vorstellen, im Norden Mecklenburg-Vorpommern, im Süden Bayern und Baden-Württemberg, dann fällt zunächst erst einmal auf, dass wir es mit einer sehr ungleichen Verteilung auch des Tabakrauchens zu tun haben. Nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Und dies impliziert, dass da ja die Zugangsvoraussetzungen in Deutschland leider immer noch sehr liberal geregelt sind, was Tabakprodukte anbelangt, dass es andere Merkmale geben muss oder Bedingungen geben muss, die existieren, die eben dazu führen, dass im Norden wesentlich mehr geraucht wird als im Süden. Und ich bin jetzt im Moment ganz bei den Frauen und bei einigen Aspekten, zu denen ich ein paar Worte verlieren möchte, um nämlich das ein bisschen näher auszuführen, was Christa Rußler eben angedeutet hat. Warum ist es so besonders und warum ist es auch heute an diesem Tag so besonders notwendig, sich mit dem Thema Frauen und Rauchen zu beschäftigen? Wir wissen, in Deutschland raucht ungefähr 1/4 der Frauen. Das ist eine ganze Menge. Und der höchste Anteil an Raucherinnen, den haben wir um das Alter von 30 bis 40, 45 etwa. Und signifikanten Rückgang der Raucherrate, den sehen wir erst nach dem Alter von 60 Jahren. Das ist viel zu spät, vor allen Dingen,
um eben auch noch Schädigungen, die durch den Tabakkonsum entstanden sind, auszugleichen. Und warum fällt es nun Frauen so besonders schwer, mit dem Rauchen aufzuhören? Ich habe hier einfach mal so ein paar Aspekte aufgeschrieben, die in der Literatur diskutiert werden, die auch schon relativ gut bekannt sind. Das eine ist, dass wir beobachten, dass Frauen zwar sehr viel häufiger als Männer einen Aufhörversuch machen, dass aber dieser Aufhörversuch deutlich weniger erfolgreich ist als der von Männern. Und woran kann das liegen? Das liegt zum einen vermutlich daran, dass Entwöhnungshilfen wie zum Beispiel Nikotinersatzpräparate bei Frauen anders wirken als bei Männern. Wir haben in der aktuellen Leitlinienentwicklung beispielsweise gesehen, dass es erste Studien dazu gibt, dass das Medikament Varenicline bei Frauen eine andere Wirkung zeigt als bei Männern. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, weil es einfach zu wenige Studien gibt. Aber dieser Aspekt betrifft vor allem diese erste sensible Phase, wenn Frauen ihren Aufhörversuch starten. Und hier haben wir nämlich häufig die Problematik, dass also Frauen einen weniger erfolgreichen Rauchstopp haben und dass gerade diese erste Phase, die ersten Wochen nach dem Rauchstopp so unheimlich wichtig sind oder so unheimlich einer geeigneten Unterstützung bedürfen. Wir wissen aus einer ganz aktuellen Studie, die ich sehr, sehr interessant finde, dass auch Frauen, wenn sie denn ein Angebot zur Unterstützung bekommen, zum Beispiel im Rahmen einer ärztlichen Konsultation, dass Frauen auch weniger geneigt sind, einen Folgetermin wahrzunehmen. Das muss Ursachen haben. Diese Ursachen liegen vielleicht in der Kommunikation begründet. Darüber wissen wir noch zu wenig. Was wir aber wissen, ist, dass tatsächlich die Kommunikation zwischen dem, was sich Frauen vorstellen, was sie erwarten in der Beratung und zwischen Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten, darunter zähle ich jetzt Arzthelferinnen, Ärzte und Ärztinnen, Hebammen, Vertreterinnen von Pflegeberufen, dass wir hier sozusagen auch noch eine Schere in den Erwartungen haben, was ist vielleicht schon bekannt, was ist interessant. Also das sozusagen, wenn man auf diesen medizinischen Bereich guckt, vielleicht mal ein Aspekt. Ein ganz wichtiger Aspekt, der leider auch zu wenig beachtet wird bisher in den Präventionsprogrammen, ist das Thema Gewichtszunahme. Es ist nicht vollkommen egal, ob ich zwischen 3 und 10 Kilo zunehme nach meinem Rauchstopp. Jedenfalls ist es das den allermeisten Frauen nicht. Und man sieht, dass Programme, die das Thema Gewichtszunahme berücksichtigen, deutlich erfolgreicher sind als Programme, die das nicht tun. Ja, aber es tun eben noch nicht alle Programme. Das Thema soziale Unterstützung, auch hier habe ich eine ganz aktuelle Arbeit gefunden aus diesem Jahr, die nämlich besagt, dass die soziale Unterstützung zum Beispiel durch den Partner für rauchende Frauen sehr viel existenzieller ist als zum Beispiel für rauchende Männer. Wir wissen auch noch nicht, welcher Mechanismus dahinter steckt. Aber es geht in die Richtung, die mich persönlich und auch als Forscherin interessiert, nämlich auch das Umfeld der Frauen sehr viel stärker in Tabakentwöhnung einzubinden. Wir gucken bisher mit unseren Maßnahmen, auch mit Raucherentwöhnungskursen, viel zu sehr auf das Individuum und viel zu wenig auf das breite soziale Umfeld. Und dabei meine ich Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, Freunde und Freundinnen, natürlich die Partnerinnen. Und es wundert mich auch so ein bisschen, dass wir auf diesem Gebiet bisher, auch was die Forschung anbelangt, relativ blank sind, weil es schon sehr, sehr lange bekannt ist, dass es sowohl Frauen als auch Männern schwerer fällt, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn die Partnerin oder der Partner eben auch raucht. Ein letzter Punkt vielleicht zu dieser Folie, der mich immer sehr berührt, ist der Aspekt der Bildung. Und hier, dieser betrifft diesen Artikel 14 der UN-Frauenrechtskonvention zum Recht auf Information und Bildung. Wir haben eine sehr, sehr viel höhere Raucherrate unter Frauen mit geringerer Bildung, mit geringem Einkommen. Also einen starken sozialen Gradienten, wie wir das in der Forschung nennen. Und man muss konstatieren, auch wenn man sich die Erfolge anguckt, wenn wir an die Senkung der Prävalenzen denken in den letzten Jahren. Diese Erfolge, die haben stattgefunden im Segment der hochgebildeten Frauen und der mittelgebildeten Frauen, nicht jedoch im Segment der niedrig gebildeten Frauen. Und das betrifft nicht nur das Tabakrauchen, das betrifft auch zum Beispiel den Verhaltensaspekt körperlicher Aktivität. Wir verlieren einfach die Menschen mit niedriger Bildung in unserem Präventionsprogramm. Und auch hier
bin ich der Meinung, muss was passieren. Wir brauchen differenziertere Programme. Eins für alle fittet nicht, das sehen wir ja sozusagen auch. Und hier muss einfach in Zukunft mehr passieren. Eine zweite Gruppe oder spezielle Gruppe, die mich besonders interessiert, bitte die nächste Folie, sind die schwangeren Frauen. Und ich habe Ihnen hier einfach mal aus einem Gespräch mit einer rauchenden Schwangeren einen Baum mitgebracht. Die Frage war, an wen sie sich wenden würde, wenn es um ihre Schwangerschaft geht oder um das Rauchen geht. Und was man hier sehr, sehr schön sehen kann, ist, dass die medizinischen Fachberufe einen ganz großen Vertrauensvorschuss bei diesen Frauen genießen. Das sind jetzt hier Frauen mit einer sehr, sehr geringen Bildung gewesen, beide hochschwanger, die zum Zeitpunkt des Interviews eben auch noch geraucht haben. Aber nichtsdestotrotz sieht man, dass also Gynäkologinnen und Gynäkologen oder eben auch Ärzte allgemein, Hebammen einen großen Vertrauensvorschuss genießen und bei diesen Frauen einfach auch sehr angesehen sind als Informationsgeberin und auch als Beraterin. Die große Herausforderung, die sich uns stellt, ist es, diese Frauen zu erreichen. Und das ist eben ein Problem, was mich umtreibt, Zugangswege zu identifizieren, wo man diese Frauen auch in einer guten Atmosphäre erreichen kann. Wir haben sehr gute Erfahrungen im Bereich Schwangerschaftsberatung gemacht. Und einfach auch, weil die Beratungskompetenz der Beraterin dort so hoch ist. Ein zweiter Aspekt ist, wie sprechen wir diese Frauen an? Ja, wie gelingt es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, beispielsweise eben auch für so ein Interview? Wie gelingt es einem auch selber als Professionelle sozusagen die richtige Sprache, den richtigen Ton zu finden? Und das ist ein zweiter Punkt, den ich hier interessant finde. Und ein dritter ist eben auch noch, dass einfach wir im Moment keine geeigneten Programme haben in Deutschland. Das muss man sagen. Es gibt das internetbasierte Programm der IRIS-Plattform. Ja, man sieht also hier auch, das Internet ist auch genannt worden, hier von diesen Frauen als Möglichkeit, sich zum Rauchen zu informieren. Apps eher weniger. Hat überhaupt keine Rolle gespielt, weder wenn es um die Schwangerschaft ging, noch wenn es um das Rauchen ging. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass wir einen Mangel an solchen Programmen haben. Wir wissen auch aus der Forschung, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, Schwangere in Gruppenprogrammen zusammenzubringen. Es gibt Studien aus dem Ausland, die sich das angeschaut haben und die nachweisen konnten, dass die Wirksamkeit von Interventionen bei Schwangeren im Einzelsetting vermutlich eine höhere sein wird. Wir wissen darüber zu wenig. Vielleicht sind die Bedingungen in Deutschland auch ganz anders. Aber es ist zumindest für mich und auch nach Ansicht von anderen Experten undenkbar, Schwangere in normale Raucherentwöhnungskurse mit reinzubringen. Also das ist etwas, was nicht gut funktionieren wird. Was man zusammenfassend aber sagen kann und was auch als Beleg gibt, es gibt eine gute Evidenz für internetbasierte Programme im Rahmen des Rauchstopps für Schwangere. Wir haben eine hohe Evidenz für Beratungsinterventionen, also möglichst intensive Beratung muss es sein. Eine Einzelberatung ist möglicherweise eben zu schwach, um da was anzustoßen. Und an dieser Stelle würde ich es auch erstmal gut sein lassen und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielleicht hat sich das ein oder andere ja jetzt auch im Verlauf meiner Ausführungen ergeben und danke Ihnen an dieser Stelle schon mal für die Aufmerksamkeit. Ja, jetzt wenn wir live wären, würden wir wahrscheinlich viel Applaus hören, Sabina. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich bin immer wieder neugierig und interessiert, wie wenig wir auch Wissen über die Problematik von rauchenden Frauen. Falls Sie Fragen haben, bitte notieren Sie sich diese Fragen oder stecken oder packen Sie sie in den Chat, denn wir werden die Diskussion nach dem Vortrag von Sonja von Eichborn führen. Es geht nicht nur um den eigenen Konsum von Tabak von Frauen, sondern was wir häufig vergessen und was, denke ich, einer der Schwerpunkte auch von Unfair Tobacco ist, was passiert im Tabakanbau, was passiert in der Verarbeitung der Tabakpflanze, in der Herstellung des Tabaks und welche Rolle spielt Deutschland auch als
als Verarbeiter von Tabakprodukten und natürlich in der hohen Konsumzahl von Tabak in Deutschland für eine Rolle. Sonja, ich bin gespannt auf deinen Beitrag zu Tabak und Frauen, nee, Frauen und Tabakanbau in Bangladesch. Ja, vielen Dank, Christa. Mein Name ist Sonja von Eichborn von Anfa Tobacco, ist jetzt mehrfach schon genannt. Ja, wir haben einen Schwerpunkt, der sehr stark darauf zielt, zu gucken, wie sieht es am Anfang der Lieferkette aus. Denn Produkte fallen nicht vom Himmel, die kommen ja irgendwo her. Und bei Zigaretten ist es nur so, dass der Hauptteil dieses Produkts eben der Tabak ist. Und deshalb beschäftigen wir uns stark mit dem Tabakanbau, also mit der Lieferkette von Tabak. Ich hätte jetzt gerne meine erste Folie dann. Wir haben Partner überall in der Welt, unter anderem auch in Bangladesch. Und in Bangladesch hat unsere Partnerorganisation Ubinik für uns im letzten Jahr zwei kleine Videos gedreht, also kleine kurze Filme, in denen sie Frauen gefragt haben, wie das dann so ist im Tabakanbau. Und im zweiten Film, da ging es um Kinder und Kinderarbeit im Tabakanbau. Heute beschäftigen wir uns mit den Frauen. Und die Bilder, die Sie auf den Folien sehen, die sind kleine Ausschnitte aus diesem Video. Deswegen steht da auch der Untertitel immer noch drunter. Da dürfen Sie sich nicht dran stören, dass das Bild einen Untertitel hat, obwohl er vielleicht nicht nötig wäre. Bangladesch ist ein Land in Südostasien. Es hat eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Es ist stark vom Klimawandel bedroht, hat regelmäßig Überflutungen. Das heißt, Land ist ein besonders wichtiges Gut. Und bei einer großen Bevölkerung ist Land auch deshalb ein besonders wichtiges Gut, weil es notwendig ist, um Nahrungsmittel herzustellen. Das ist der Kontext, in dem sich das alles abspielt. Gleichzeitig ist Bangladesch der 8. größte Produzent von Rohtabak in der Welt. Das ist nur der 8., aber es ist immer noch ziemlich viel im Vergleich dazu, dass es eben ein relativ kleines Land ist. Und im letzten Jahrzehnt hat sich der Tabakanbau dort verdoppelt. Das heißt, es sind doppelt so viele Flächen als vor 10 Jahren, die jetzt unter Tabakanbau sind. Deutschland in seiner Beziehung zu Bangladesch ist der 5. größte Importeur vom Tabak in Bangladesch, aus Bangladesch. Und der Anbau ist viel ein Vertragsanbau. Also der Anbau, die tabakanbauenden Familien über Verträge mit großen Tabakunternehmen verbunden. In der Regel werden die geschlossen zwischen den Männern und den Vertretern von Unternehmen wie zum Beispiel British American Tobacco. Viele der Frauen, die wir in diesem Film sehen, die sind unter Vertrag mit British American Tobacco, wie wir wissen. Jetzt gucken wir mal ganz genau hin darauf, wie Frauen im Tabakanbau den Tabakanbau erleben und was sie dort an Schwierigkeiten haben. Das eine ist, dass es eine sehr große Mehrfachbelastung ist. Tabakanbau ist unglaublich arbeitsintensiv und das kommt einfach mit dazu zur Produktion von Nahrungsmitteln oder zum Einkauf von Nahrungsmitteln. Dafür sind die Frauen auch zuständig und für den Haushalt und die Kindererziehung. Das heißt, sie haben zwei Berufe, als Hausfrau und als Tabakbäuerin, und das ist sehr belastend. Sie haben auch wenig Mitbestimmung darüber, ob der Tabak angebaut wird oder nicht. Das haben wir auch in diesem Video erfahren und auch durch Gespräche mit Vertreterinnen aus Bangladesch. Denn die Verträge werden häufig von Männern geschlossen und dann haben die Frauen keinen Einfluss mehr darauf. Was machen denn nun die Frauen, wenn der Tabak angebaut wird? Damit wir uns mal kurz vorstellen können, um welche Arbeiten geht es. Also es geht darum, dass sie Saatbeete anlegen, die kleinen Pflanzen dann auf die Felder umsetzen. Sie bringen Pestizide aus, sie ernten die Blätter. Hier sieht man auf dem Bild ein Tabakfeld, auf dem bald geerntet wird, mit sehr großen Blättern. Danach werden die Blätter aufgehängt zum Trocknen. Da werden sie aufgefädelt und dann aufgehängt. Dann kommen sie in den Trockenofen
Und anschließend sind es die Frauen, die für jede Ladung des Trockenofens ungefähr 72 bis 96 Stunden am Stück Tag und Nacht das Feuer in Gang halten müssen, damit der Tabak richtig trocknet. Das Ganze birgt natürlich eine Menge Gesundheitsgefahren, zum Beispiel eben durch das Ausbringen von Pestiziden oder auch durch die Rauchbelastung am Tabaktrockenofen, aber auch durch die Pflanze selber. Das ist vielen nicht so bewusst, aber das Nikotin, das hier in den Zigaretten dazu führt, dass Menschen davon abhängig sind und da Gesundheitsschäden davontragen, das bewirkt auch bei den Tabakbäuerinnen Gesundheitsschäden. Denn das wird über die Haut aufgenommen. Das ist ein Nervengift, das fett- und wasserlöslich ist. Das ist praktisch wie bei einer Creme, geht gut durch die Haut. Und dadurch entsteht eine Nikotinvergiftung. Das muss nicht jede Frau haben, aber viele haben es. Und das geht dann einher mit Übelkeit und Schwindel. Das klingt zwar so ein bisschen, naja, ist nicht so schlimm, aber es geht auch einher mit Herzrasen, mit Herz-Kreislauf-Schwächen, mit später auch mit Dehydration, weil eben durch die Übelkeit nicht viel bei sich behalten werden kann. Und das ist dann in tropischen Ländern, wo der Körper einfach auch viel Wasser braucht, eine große Schwierigkeit. Ich habe unten nochmal draufgeschrieben, um welche Rechte es speziell geht bei den Dingen, die ich jetzt erzählt habe. Das eine ist die Gleichberechtigung, also wer bestimmt, ob Tabak angebaut wird oder nicht. Und das andere ist einfach erstmal der generelle Arbeitsschutz, der Schutz vor Gefahren bei der Arbeit. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen eben auch hier auf die Schwangeren. Da brauche ich bitte die zweite Folie. Denn auch hier ist es ein großes Problem für schwangere Frauen, wenn sie dem Nikotin ausgesetzt sind. Sie sehen hier ein Zitat, aber ich muss arbeiten, das ist eine Familienarbeit. Das zeigt, dass schwangere Frauen nicht einfach in Mutterschutz gehen können oder die Arbeit mit gefährlichen Stoffen aufhören können. Hier in Deutschland haben wir ein Recht dazu, dass wir sagen können, wenn Frauen schwanger sind, können die sagen, dass sie nicht mehr mit gefährlichen Stoffen arbeiten wollen. Und es ist sogar gesetzlich verpflichtet hier, dass man da nicht mehr damit arbeiten darf. In einem Land wie Bangladesch, wo der Tabakanbau eben sehr stark mit wirtschaftlicher Abhängigkeit einhergeht, da ist das nicht so. Das heißt, die Frauen müssen weiter arbeiten. Und das hat natürlich Auswirkungen, nicht nur auf sie selber, sondern auch auf ihre ungeborenen Kinder. In dem Film beschreibt das ein Arzt dann so, wie er es erlebt, dass die ungeborenen Kinder eine Beeinträchtigung kriegen in der Sauerstoffversorgung während der Schwangerschaft, dass sie ein geringeres Geburtsgewicht haben und dass sie schlechtere Abwehrkräfte haben. Das sind Dinge, die wir auch hören, wenn es hier darum geht, wenn schwangere Frauen rauchen oder Passivrauch belastet sind, dass das ähnliche Auswirkungen haben kann auf die Kinder im Mutterleib. Ich habe auch noch hingeschrieben auf diese Folie die langen Arbeitszeiten, denn das ist noch eine andere Form der Belastung. Nicht nur die Giftigkeit der Stoffe, mit denen sie belastet sind, sondern auch die langen Arbeitszeiten. Denn man muss sich kurz mal vorstellen, was macht man in den Schritten, die ich gerade vorhin erzählt habe? Zum Beispiel das Umpflanzen von Setzlingen aus so einem Saatbeet ins Feld. Das heißt, dass man sehr viel stehen muss und sich sehr oft bücken muss. Wenn man erntet zum Beispiel, hat man sehr viel Kontakt zum Nikotin und muss schwere Lasten schleppen. Denn diese Blätter, wenn man viele geerntet hat, sind schwer, um sie wieder vom Feld runterzubringen. Wenn man danach die Tabakblätter bündeln muss, wie die Frau, die wir hier auf dem Bild sehen, dann muss man sehr viel hocken oder sitzen und hat sehr viel Nikotinkontakt. Und später, wenn man den Tabak trocknen muss, dann haben die Frauen auf der einen Seite viel zu wenig Schlaf, weil sie das Feuer in Gang halten müssen. Und auf der anderen Seite sind sie belastet von dem Rauch, der von diesen Öfen ausgeht. Und dennoch müssen sie weiterarbeiten. Und das liegt vor allem daran, dass Tabakanbau nicht lukrativ ist. Entgegen dem, was die Tabakindustrie immer wieder sagt, dass das eben ein gutes Einkommen für Tabakbäuerinnen wäre, es ist nicht so, es gibt eine ganze Reihe Studien, die in den letzten 5 Jahren gemacht worden sind, ökonomische Studien, nicht Studien von
Tabakkontrollaktivistinnen, sondern tatsächlich von Ökonomen. Zum Beispiel in Sambia, in Indonesien, in Kenia, in Malawi, überall da sind diese Studien durchgeführt worden und die Ergebnisse waren unterschiedlich, aber insofern vergleichbar, dass eine tabakanbauende Familie im Wesentlichen nur gerade so ihren Lebensunterhalt davon verdienen kann oder sogar verschuldet ist. Das bedeutet, sie haben kein Geld, um Arbeiterinnen und Arbeiter zu bezahlen. Das heißt also, wenn ein Familienmitglied, eine Frau, schwanger ist, dann muss sie weiterarbeiten, weil es kein Geld gibt, um jemand anderes zu bezahlen, diese Arbeit zu machen. Das ist unter anderem auch ein Grund für Kinderarbeit und das betrifft ja auch junge Frauen, junge Mädchen. Auch hier nochmal der Bezug zur Frauenrechtskonvention. Das eine ist der Artikel 10 zu Information und Gesundheitsbildung in dem Fall. Diese Frau auf dem Bild, die wusste von ihrem Arzt Bescheid, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, wenn sie mit Tabak jetzt arbeitet und für sie schädlich ist. Aber viele wissen das nicht. Diese Informationen sind nicht so weit verbreitet, ebenso wie Informationen dazu, wie beispielsweise, wie gefährlich Pestizide sind. Und das andere, sehr offensichtlich, das Recht auf Gesundheit und Vorsorge wird hier eindeutig verletzt. Es gibt einfach überhaupt keinen Schutz sozusagen in der reproduktiven Lebensphase in dieser Arbeit. Jetzt möchte ich aber noch einen kleinen Ausblick geben, der auch am Ende von diesem Film, den wir dort haben drehen lassen, bekommen haben. Wir haben die Frauen auch fragen lassen, was denn ihre Wünsche sind. Und sie haben mehrmals erklärt, dass sie keinen Tabak mehr anbauen wollen. Sie haben mehrmals erklärt, sie wollen lieber Nahrungsmittel anbauen, Weizen oder Linsen. Unter anderem, weil sie dann keine Nahrungsmittelprobleme mehr haben. Das ist auch ein Hinweis darauf gewesen, dass es nicht lukrativ genug ist, wenn man nur Tabak anbaut. Was gibt es als Alternativen? Ich habe ein paar aufgeschrieben. Weizen, Linsen, Hülsenfrüchte, auch Wurzelfrüchte, Kartoffeln, Karotten oder eben auch jenseits der Pflanzenlandwirtschaft geht natürlich auch Geflügelzucht oder Viehzucht. Das alles ist irgendwann mal genannt worden von Vertreterinnen von Ubinik zum Beispiel aus Bangladesch. Ubinik ist unsere Partnerorganisation dort. Und dann ist natürlich die Frage, wie funktioniert das, dass man umsteigen kann von Tabak? Das stellt man sich hier, wenn man keine Erfahrung in der Landwirtschaft hat, stellen sich das viele ganz einfach vor. Naja, dann wird geerntet und danach pflanzt man was anderes. Das funktioniert aber nicht so. Denn die Pflanzen haben unterschiedliche Wachstumszyklen. Da muss man genau darauf achten, wann welche Pflanze gut wächst und wann man sie dann anpflanzen kann. Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse an Böden. Aber auch die Familien brauchen in irgendeiner Form eine Finanzierung dafür. Denn dadurch, dass es eben nicht lukrativ ist, sind sie am Ende einer Tabaksaison, haben sie nicht die Möglichkeit zu investieren, um zum Beispiel zum Nahrungsmittelanbau überzugehen, weil es eben zeitlich nicht sofort hintereinander weg funktionieren kann. Und deshalb habe ich hier auch nochmal den Frauenrechtskonventionsartikel Nummer 14, das Recht auf Förderung von Frauen auf dem Land aufgeschrieben. Denn das ist auch ein Recht, das dazu dienen soll, dass Frauen, die in einem ländlichen Gegend wohnen, dass sie eben nicht so stark abhängig sind von ihren Männern, sondern gleichberechtigter werden und dass sie dafür ein Recht auf besondere Förderung haben. In Bangladesch ist es so, dass seit 2017 die Regierung versucht, gesetzliche Regelungen in Kraft zu kriegen, um den Tabakanbau zu reduzieren. Und da gehört eben sowas auch mit dazu, dass man sich darum kümmert, was die Bauern und Bäuerinnen denn sonst anbauen können. Die Schwierigkeit ist, Tabak ist ein Exportgut, das heißt, es bringt Devisen für die Regierung. Und die zweite Schwierigkeit, und die ist sehr viel größer, das ist die Tabakindustrie. Und dabei belasse ich es jetzt erstmal und freue mich auf Ihre Fragen. Ganz herzlichen Dank, Sonja. Wenn ich euch beiden zuhöre, dann denke ich immer,
Ich meine eigentlich, ich weiß schon ziemlich viel und es ist immer wieder, sind neue Aspekte für mich dabei und immer der Impuls, was kann man tun, um das wirklich deutlicher zu kommunizieren oder auch die Situation für die Frauen sowohl hier als auch dort in den Anbauländern zu verbessern. Und wir haben auch interessante Fragen aus dem Tool. Und ich würde jetzt einfach erstmal die Fragen der Reihe nach vorlesen oder einfach einmal zur Frage stellen. Gibt es eine Rückmeldung von Sophie Meingasser, sie bedankt sich für den Vortrag. Und dann Rick Sobirei fragt, vielen Dank für den Vortrag. Als Lehramtsstudent aus Greifswald und ehrenamtlich tätiger Student im Bereich der Suchtprävention würde es mich interessieren, ob auch im Klassenraum bei der Tabakprävention auf die unterschiedlichen Geschlechter eingegangen werden soll, beispielsweise durch unterschiedliche Programme, getrennte Gruppen. Und bedankt sich schon mal dafür. Haben wir dazu eine Idee? Kann ich kurz was sagen? Ich bin keine Expertin für Schulprogramme, aber zwei, drei Informationen dazu kann ich gerne geben. Also die eine ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Motivationslage bei Jugendlichen mit dem Rauchen aufzuhören, also auch vom Geschlecht abhängig ist. Und dass also zum Beispiel Jungen wesentlich weniger motiviert sind, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn sie in einem Freundeskreis sind. Das ist wo die meisten sozusagen eben auch selber rauchen. Also da sind Jungen sozusagen, glaube ich, sehr, sehr viel, wie soll man sagen, also schwerer sozusagen für Prävention zu bekommen. Dann gibt es auch Befunde, ist jetzt vielleicht also gerade für unseren norddeutschen Raum, wo ja doch eine große Säkularisierung stattgefunden hat, nicht ganz so bedeutsam. Man weiß auch, dass es das ist aber geschlechtsunabhängig, dass also junge Mädchen oder junge Frauen und junge Männer stärker vor den Versuchungen des Tabakrauchens geschützt sind, wenn sie einen religiösen Hintergrund haben, also wenn die Familie einen religiösen Hintergrund hat. Und bei Mädchen ist es wohl so, dass es schwieriger ist, sie davon zu überzeugen, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn sie Eltern haben, die rauchen. Also das kennen wir ja auch aus der Forschung. Also man weiß es ja im Grunde, man bekommt ja eigentlich vieles schon im Mutterleib sozusagen mit. Und gerade beim Rauchen ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich um einiges erhöht ist, wenn die Eltern rauchen oder eben auch wenn Geschwister rauchen, im Übrigen, dass Jungs oder Mädchen eben auch mit dem Rauchen anfangen. Geschlechtergetrennte Programme finde ich auch interessant, ist mir nicht bekannt, gibt es aber wahrscheinlich, müsste man einfach noch mal ein bisschen recherchieren. Aber insgesamt erscheint es mir trotzdem immer wieder wichtig, vielleicht auch noch zu sagen, dass sich ja auch unsere Bedingungen ändern und ein Programm, was vor 15 Jahren aufgelegt wurde, ja, also die Frage, ob das heute noch, das ist eh die Frage, ob das heute noch genauso funktioniert. Also vielleicht ist es auch da mal ganz lohnend hinzuschauen und wenn es da irgendwo klemmt, auch mal anderes zu probieren, weil sich die Bedingungen einfach total ändern. Ne? Auch die Gadgets ändern sich. Also da hat sich so viel getan, dass ich denke, dass eben auch hier eine Anpassung der Programme absolut angezeigt ist. Sonja will da, glaube ich, auch noch was ergänzen dazu. Nee, ich wollte ich nicht. Ich habe nur das weggeklickt aus dem Frage- und Antwort-Tool. Ah, okay. Ja, also ich finde das total spannend. Wir machen ja auch Unterrichte an Pflegeschulen, also auch mit jungen Erwachsenen und da ist ein hoher Frauenanteil dabei. Bei dem Thema, das Sonja von Eichborn geschildert hat, habe ich einfach so die Idee oder auch das Bedürfnis, mehr dieses Umweltthema auch in die Diskussion zu bringen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass hier jetzt auch über diese Klimaschutzwelle, über das Engagement an Umwelt und Natur und an globalen Veränderungen, auch die Information und die Diskussion über die Arbeitsbedingungen von Frauen im Tabakanbau eine Motivation sein kann für junge Menschen, diesen Stoff nicht zu konsumieren oder also zu kaufen, sich daran zu beteiligen. Da würde ich jetzt gern was dazu sagen. Bitte.
Ja, das ist an sich auch ein sehr wichtiger Aspekt und gerade also die Umweltaspekte habe ich jetzt ja nicht so ausgedehnt erklärt. Also es gibt viel Abholzung für den Tabakanbau, die Pestizide vergiften Gewässer und insgesamt hat die Tabakindustrie jedes Jahr den Fußabdruck von der Größe von zweimal Dänemark. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der allergrößte Teil, nämlich etwa, also ungefähr 3/4 von diesem Fußabdruck entstehen im globalen Süden während des Tabakanbaus und der Tabaktrocknung. Das heißt, also was hier an Zigaretten produziert und verkauft wird, geht eindeutig auf Kosten der Umwelt im globalen Süden. Das wird einfach externalisiert. Das kriegen wir hier gar nicht mit. Das sehen wir nicht. Das ist ein Aspekt, den man sehr gut mitbringen kann. Aus unserer Erfahrung, weil wir ja auch Bildungsarbeit machen, ist das so, dass es dass dieses Thema eher, sagen wir mal, die Oberschulen, Schülerinnen und Schüler interessiert, während man so in der 5., 6. Klasse bei dem Thema Arbeitsbedingungen und da eher speziell zum Thema Kinderarbeit sehr, sehr eindrucksvolle Ergebnisse erzielen kann. Also, dass Kinder und Jugendliche da sehr sensibel sind wegen der Ungerechtigkeit, die dahinter steht. Und das Wichtige ist, sie damit zu konfrontieren oder ihnen diese Informationen zu geben, noch bevor sie anfangen zu rauchen. Also, deswegen sage ich 5., 6. Klasse, weil es einfach einen ganz anderen Hintergrund gibt, wenn es dann darum geht, willst du mit uns rauchen oder nicht, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo vielleicht auch Kinder und Jugendliche dann sagen, nee, das ist einfach ein fieses Produkt, das ist unfair, da mache ich nicht mit. Und dazwischen liegt dann so ein bisschen auch so 7., 8. Klasse ist ganz viel das Thema Zigarettenkippen, weil die halt dann sichtbar sind und die Umweltauswirkungen von Zigarettenkippen, auch wenn die global gesehen ein relativ kleiner, also ein winziger Teil ist vom Gesamtklimafußabdruck. Aber das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema für die Schüler und Schülerinnen. Und so kann man so ein bisschen gucken, mit welchem Aspekt aus dieser gesamten Lieferkette bis dem gesamten Zyklus quasi, bis das zum Müll geworden ist, man welche Gruppen ansprechen kann. Ich glaube, hier kann man auch nochmal verweisen auf die Webseite von Unfair Tobacco und unter dem Reiter Bildung zu gucken, was es dort an Angeboten gibt und an Möglichkeiten, die man nutzen kann. Aber das ist eine interessante Frage, diese Genderspezifität auch in die Prävention und in die Diskussion zu nehmen. Frau Künzli hat eine Rückmeldung gegeben, es fehlte der Hinweis auf die Passivrauchexposition, diese insbesondere bei Schwangeren relevant. Was gibt es dazu noch anzumerken? Ist ja eigentlich mein Lieblingsthema. Ich habe es in dem Fall so ein bisschen sträflich vernachlässigt. Man kann, glaube ich, ziemlich glücklich darüber sein, wenn man sich die Daten anguckt im aktuellen Tabakatlas, dass die Passivrauchexposition zurückgegangen ist. Und ganz erfreulich auch, überhaupt das Tabakrauchen bei Schwangeren zurückgegangen ist. Allerdings, das schränke ich jetzt wieder ein. Diese 10%, die wir dort sehen und die es im Übrigen eben auch in Ländern mit weitaus besseren Tabakkontrollmaßnahmen wie England gibt, die täuschen so ein bisschen darüber hinweg, dass wir natürlich in bestimmten sozioökonomischen Schichten sehr, sehr viel mehr Passivrauchbelastung haben. Wir haben ja vor einigen Jahren eine Studie dazu gemacht, wo wir über 1000 Familien in unsere Studie eingeschlossen hatten mit einem kleinen Kind und wo wir eben bei 33% der Familien oder der Kinder im Urin eine Passivrauchexposition oder Passivrauchbelastung einfach gefunden haben. Aber man muss trotzdem sagen, also das Rauchen in den Wohnräumen ist in den letzten 10, 15 Jahren da einfach deutlich zurückgegangen. Da hat sich viel getan. Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen aber recht, dass gerade im Zusammenhang zum Beispiel wie mit der Dame, die ich vorhin mit ihrer Antwort auf meine Frage illustriert hatte, dass es natürlich zum Beispiel für diese Frau, die den Partner hat, der zu Hause am laufenden Band raucht, zum einen natürlich extrem schwer ist, selber mit dem Rauchen aufzuhören und sie zum anderen aber potenziell wahrscheinlich auch irre Probleme haben wird, ihr Kind nach der Geburt vor Passivrauchbelastung zu unterstützen, zu schützen. Und was wir in unserer Studie gesehen haben, war eben gerade in diesem niedrigen gebildeten Sektor diese
unzureichende Bildung dazu. Ja? Die haben gedacht, wenn sie nach oben pusten, kriegt das Kind unten nichts ab. Oder wenn sie am Fenster rauchen oder nicht gewusst, dass sie sich die Hände waschen müssen, zum Beispiel nach dem Rauchen, bevor sie das Baby anfassen. Also selbst wenn sie dafür sorgen, dass in dem Zimmer nicht geraucht wird oder in der Wohnung. Das sind alles Aspekte, die müssten sehr, sehr viel stärker in diese Gruppe reingetragen werden, als das bislang der Fall ist, weil alle davon ausgehen, das weiß doch jeder. Es ist aber nicht so. Das stimmt. Sophie Meingassner schließt hier nochmal an. Wie könnte das Umfeld von Raucherinnen in den Entwöhnungsangeboten mehr integriert werden? Gibt es dazu Praxiserfahrungen? Ja, dazu gibt es noch keine Praxiserfahrung, dazu gibt es viele wilde Ideen. Aber was es gibt, ist, wir machen im Moment so ein Befragungsprojekt unter rauchenden Schwangeren in Zusammenarbeit mit schwangeren Beratungsstellen, weil ich der Meinung bin, bevor wir da was lostreten, beziehungsweise bevor wir da zur Tat schreiten, müssen wir einfach noch sehr viel mehr wissen, auch über die Bedingungen der Frauen zu Hause. Ich würde ganz gerne zum Beispiel mal eine Befragung auch unter den Partner und Partnerinnen machen, auch zu Einstellungen, wie sieht das aus, zum Beispiel, wenn das Kind geboren ist, wie ist vielleicht auch die Vereinbarung des Paares oder der Familie zum Thema Vermeidung von Passivrauchbelastung in der Wohnung, wie ändert sich das, wenn das Kind älter wird, da gibt es Änderungen, das wissen wir. Das ist einfach so diese Gefahr, dass ich denke, wenn man da jetzt wieder so rein sprutschert, wie wir das damals mit unserer Cotinin-Studie getan haben, wo wir auch viel zu wenig von wussten, dass wir dann ein Riesenstudie haben, ein Riesenforschungsfeld und dann platzt das alles und dann ist das für Jahre verbrannt. Also ich glaube, wir müssen da einfach noch viel mehr zu wissen und auch verstehen, was das bedeutet, wenn so eine Frau nach einer Beratung nach Hause geht und alles läuft genauso weiter wie vorher, auch ihre Mutter sagt ihr, ich habe dich auch gekriegt, du bist auch gesund. Ja, also das ist so, da brauchen wir einfach noch sehr viel mehr Wissen, wie wir da vorgehen, um nicht wieder in die Falle zu tappen, das alles bei der Frau abzuladen. Das würde ich gerne vermeiden. Mhm. Ja. Ein besonderer wichtiger Ansatz in der Forschung, wenn es um Schwangere geht, die auch rauchen, weil da sowieso sehr viel Stigmatisierung passiert und sehr viel Zuweisung passiert und es dann die Hilfe extrem schwer macht. Wären dann so partizipative Forschungsansätze wahrscheinlich unabdingbar in diesem Bereich. Gibt es von Ihnen noch Fragen? Ich habe gerade im Chat eine gesehen. Die ja. Würde ich gerne auch beantworten. Da wird gefragt, gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit zum Beispiel Startups, die Mikrokredite an Kleinbauern in Ländern des globalen Südens vergeben oder beschränkt es sich bisher nur auf staatliche Förderung in Bangladesch? Das ist jetzt eine recht weit gefasste Frage. Also das eine ist, was ich erzählt habe über diese gesetzliche Regelung, das beschränkt sich auf Bangladesch. Aber insgesamt gibt es schon in vielen Ländern Ansätze dazu, Alternativen zum Tabakanbau zu fördern. Aber es ist sehr schwer im Gange. Es gibt ja dieses WHO-Rahmenabkommen zur Tabakkontrolle. Darin gibt es einen Artikel, der sich genau darauf bezieht, dass solche Alternativen gefördert werden sollen. Und das ist einer der schlechtesten umgesetzten Artikel dieser ganzen Konvention. Das ist so ein Indikator dafür, dass das wenig im Interesse von Staaten ist. Es gibt ein paar Staaten, die im kleinsten Maße was getan haben. Deutschland hat sich da auch in Malawi in dem Fall mit einem Entwicklungszusammenarbeitsprojekt in diese Richtung bewegt, wo praktisch Schulungen zum Anbau von Soja und zum Anbau von Sonnenblumen gefördert wurden, sodass das als Alternativen zum Tabakanbau jetzt zumindest erforscht werden kann. Wie erfolgreich das tatsächlich war, das weiß ich bisher noch nicht. Wir haben dazu eine Fallstudie mal gemacht, da war das Projekt aber sehr, sehr jung noch. Da zeichnete sich nur ab, also im Wesentlichen wird es Richtung Sojabohnen gehen.
Und das wiederum mit dem Blick darauf, dass man die dann exportieren kann für die Geflügelzucht in Südafrika, was jetzt aus Nachhaltigkeitsperspektive schon wieder so ein bisschen fragwürdig ist, denn da geht es um große Mengen, die für einen Mastbetrieb dann nötig sind, ne? Das ist was anderes als die Förderung von Kleinbauern und Bäuerinnen durch Mikrokredite komplett. Insofern, es gibt eine Handvoll Ansätze dazu, aber es gibt kein stringentes Programm. Und auch dieses eine Projekt, das über die Bundesregierung finanziert worden ist, das ist ein Einzelprojekt, das ist kein Teil von einer Strategie oder so. Wir haben sowas zusammengefasst auf einer Weltkarte auf unserer Webseite. Da kann ich den Link gleich mal in den Chat schicken. Da kann man sich mal ein bisschen angucken, wie sieht das weltweit aus mit Alternativen zum Tabakanbau. Vielen Dank für die Frage und auch für die Antwort, die auch nochmal so den Horizont weitet, was es wirklich bedeutet, global in der Tabakkontrolle zu denken. Und auch hier, denke ich, fehlt es wirklich an nachhaltigen Strategien. Von Waltraud Posch gibt es nochmal eine Frage. Und einmal danke für alles, besonders für den Aspekt der sozialen Ungleichheit. Gibt es weitere Ansätze, wie man Frauen aus sozioökonomisch benachteiligten Milieus erreichen kann und vor allem auch präventiv, bevor sie zu konsumieren beginnen? Ja, das würde ja bedeuten, dass man Mädchen oder Frauen in einem sehr frühen Stadium ihres Lebens mit einem Programm möglichst wirksam erreichen müsste oder erreichen könnte. Vielleicht spielt hier so ein bisschen das rein, was wir vorhin schon mal hatten. Wir brauchen vielleicht eine Weiterentwicklung auch von Präventionsprogrammen. Wir haben ja erfolgreiche Programme, die auch wirken. Nur muss man vielleicht mal gucken, in welchem Segment oder bei welchen Schüler und Schülerinnen wirken die denn. Und vielleicht wäre es ein Ansatz, sozusagen eben hier stärker nochmal in die Programmentwicklung reinzugehen und vor dem Hintergrund des Wissens, dass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Eltern rauchen, dass das soziale Umfeld raucht, das Rauchen, die jungen Mädchen das von klein auf auch zu Hause nicht anders kennen, dass da geraucht wird oder der Aschenbecher eben auf dem Balkon steht, wenn er denn vielleicht glücklicherweise auch nicht drin steht. Das alles, denke ich, müsste man sehr viel stärker differenzieren, vielleicht auch in der Prävention. Einen anderen Aspekt, den hatten wir jetzt noch ganz ausgeklammert, Christa hat es vorhin ganz kurz anklingen lassen, ist ja der gewesen, wenn wir in die Berufsschulen zum Beispiel reingucken. Ja? Da sehen wir ja eine unheimliche Bandbreite eben auch an Unterschieden, was das Rauchen anbelangt. Und wir sehen eben, dass es eben, wir haben das in einem Berufsschulsurvey auch schon gesehen. Wir haben Klassen gehabt mit Maurern mit 93% Raucherrate, waren dann fast alles nur Männer, aber auch in der Pflege, Christa kann das bestätigen, sind die Raucherraten eben enorm hoch. Und hier gibt es meines Wissens gerade im Bereich Berufsschule, das wurde ja in sehr vielen Jahren oder wurde sehr viel für Studierende getan, aber für Berufsschüler sehr, sehr viel weniger. Und hier geht es jetzt, glaube ich, so gerade los. Es läuft im Moment auch gerade ein Projekt dazu, PARI-Projekt heißt das, wo es also um die Steigerung von Lebenskompetenzen geht. Also gar nicht so sehr um die Steigerung, um das Thema Rauchen an sich, sondern es geht um Lebenskompetenz. Und das beinhaltet dann eben sehr viel mehr als nur das Rauchen, nämlich generell eine gesunde Lebensweise nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein Programm, was sehr erfolgreich in der Schweiz schon evaluiert wurde und wo wir im Moment eine große Studie haben, an der sind wir so marginal im Hintergrund, sage ich mal, beteiligt. Und diese Studie, die wird im Moment gerade vom BMG gefördert und läuft gerade. Und das ist also so ein Programm mit einem Chatbot, also auch alles automatisiert, also kein wirklicher Mensch dahinter. Mal schauen, was rauskommt. Weil die Erfahrungen meinerseits mit den Schwangeren sind, die wollen Menschen. Die wollen Menschen zum Reden haben, die wollen Menschen, die sie bestärken. Ja, vielleicht kann das ein Chatbot auch leisten. Also so tief stecke ich in der Materie nicht drin. Aber was ich im Moment höre, eben auch aus diesen kleineren Projekten, ist diese starke Anbindung auch an eine Person, an eine Beraterin, ist etwas, was diese Frauen eben sehr, sehr schätzen. Das
ist gut nachvollziehbar. Und ich denke, ich möchte es unterstützen mit den Lebenskompetenztrainings. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, aber man kann hier keine Datei hochladen. Ich habe neulich, es gibt eine Review zu School-Based Programs von To Reduce and Prevent Substance Use in Different Age Groups, also wo geguckt wird, in welcher Altersgruppe denn auch was sinnvoll und gut ist. Und ich kann das gerne weiterleiten. Das ist eine Review von aus Holland und vielleicht ja auch bekannt. Wunderbar. Ja, danke auch. Wir finden gerade im Chat nochmal einen Hinweis für ein Programm für Berufslernende in der Schweiz. Und ich denke, es sind einige Studien auch angelaufen, die wahrscheinlich aber auch wegen Corona und Berufsschulen im Moment nicht wirklich gut laufen oder gut laufen konnten. Genau. Ich würde gern nochmal so eine kurze Abschlussfrage stellen. Und zwar jetzt an die beiden Referentinnen stellvertretend für das, was uns alle interessiert. Wir haben ja in Deutschland Wahljahr. Gibt es denn spezifische Forderungen oder wenn ich dich so frage, Sabina, was denkst du ist notwendig, um diese genderspezifische Ungleichheit in der Versorgung zu lösen oder zukünftig besser zu bearbeiten? Gibt es etwas, wo du sagst, also darauf hätte ich richtig Lust, das wäre super, wenn ich das in den nächsten 3 Jahren berichten könnte? Also mir fallen eigentlich nur 2 Worte dazu ein, oder sind es 3, Steigerung der sozialen Gerechtigkeit, das sind 4 Worte, aber darum muss es eigentlich gehen. Es muss um gesundheitliche Chancengleichheit gehen, die Leute nicht aus dem Blick zu verlieren und dann von Parallelgesellschaften zu sprechen, die sich da irgendwo entwickeln, sondern nein, wir wohnen letztlich alle in der gleichen Stadt oder auf diesem gleichen Planeten. Und ich fände, wenn man es schaffen könnte, und das wäre so eine Forderung auch an die Partei, die ich vielleicht wähle, mehr Chancen, so wirklich soziale Chancengleichheit herzustellen, das heißt nicht Gleichmacherei, Chancengleichheit, dann glaube ich, würde es auch in unserem Feld hier massiv vorwärts gut gehen. Gibt es etwas, was jeder sofort schon tun kann? Wir haben ja viele Expertinnen und Experten auch in der Teilnehmerrunde. Auf was könnte ich persönlich besser achten? An wen ging dir jetzt die Frage? Wäre eigentlich noch eine Folgefrage an Sabina gewesen. Aber alles gut, alles gut. Sonja. Ja. Was wünschst du dir jetzt auch vielleicht für die Regierungsprogramme? Worin können sich die jetzt gerade noch mit aktiv, vielleicht da in der Tabakkontrolle aktiv sind und vielleicht da Medienvertreter oder die Zugang haben zu Politikvertretung. Was brauchen wir für diese globale Sichtweise auch der Tabakkontrolle aus der deutschen Perspektive? Ich glaube, wir brauchen dazu tatsächlich einen Blick, der nicht nur das Produkt umfasst, sondern einen Blick, der halt von Anfang bis Ende geht, vom Saatgebiet bis zur Kippe. Was wir brauchen, ist Sabina hat das super gesagt, Chancengleichheit oder auch soziale Gerechtigkeit. Wenn man das global denkt, dann muss man auch in Lieferketten denken. Und dann benötigt es eben beispielsweise das Lieferkettengesetz, das jetzt gerade nicht beschlossen worden ist. Eigentlich sollte es dieser Tage beschlossen werden. Das ist ein Gesetz, das Unternehmen dazu verpflichtet, Menschenrechte einzuhalten. Und ich glaube, in der Tabakkontrollbewegung wäre es wichtig, genau das Wort Menschenrechte oder Frauenrechte oder Kinderrechte, diese 3 Worte immer wieder zu nennen. Denn da sind alle gemeint damit, die irgendwie mit diesem Produkt zu tun haben, ob sie es konsumieren oder ob sie es produzieren oder auch nur Teile davon produzieren. Alle sind irgendwie daran, sind irgendwie in irgendeiner Form werden deren Rechte verletzt und daran muss man arbeiten. Und das ist auch eine Forderung, die ich hätte an Parteien, die sich wählen lassen wollen, dass Menschenrechte vorne stehen, dass auch nicht nur darauf geguckt wird, dass es in oder so gesagt wird, es würde es als wäre es ein
eine besondere philanthropische Leistung, dass man Menschen im globalen Süden auch etwas zukommen lässt, sondern dass das eigentlich das Normal sein muss. Wir sehen das ja in der Debatte um die Impfstoffpatente, das ist ein aktuelles Thema und auch bei solchen, das gilt halt für alle möglichen anderen Dinge auch. Es gilt für alle Menschen die Menschenrechte und das muss man in einem Parteiprogramm schon auch spüren können. Vielen Dank, Sonja. Ich glaube, gerade die aktuelle Pandemie und die Diskussion um Gesundheit hat viele sensibilisiert für das, was passiert. Und ich glaube, das kann man, muss man nutzen, um auch die richtigen Themen weiter ins Spiel zu bringen. Und es nicht nur um den Impfstoff geht, sondern wirklich auch um die soziale Gerechtigkeit. Dann bitte ich jetzt zur Zusammenfassung die letzte Folie aufzurufen, und zwar die Forderungen an die Politik aus dem Factsheet. Frauen haben ein Recht auf eine tabakfreie Welt, und Sonja von Eichborn hat Ihnen den Link zur Publikation auch schon in den Chat gegeben. Und wir nutzen das jetzt einfach als Zusammenfassung für dieses Online-Seminar, wo man merkt, dass so viele Themen noch wichtig zur Diskussion sind. Von Frauen für Frauen. Frauen haben ein Recht auf eine tabakfreie Welt und die Forderungen an die Politik lassen sich wie folgt zusammenfassen. Es braucht eine Umsetzung der WHO-Tabakrahmenkonvention, auch in den Bereichen, die bisher noch nicht so stark gefördert wurden. Die Tabaksteuern müssen deutlich erhöht werden, weil es ein wirksames Instrument ist, um den Tabakkonsum zu reduzieren. Wir brauchen ein umfassendes Tabakwerbeverbot, das alle Tabak- und Nikotinprodukte mit einschließt, denn das Nikotin wird aus den Tabakpflanzen hergestellt. Aus den Beiträgen von Sabina und auch von Sonja sind wir sensibilisiert worden oder werden wir sensibilisiert, dass wir Zielgruppen und auch genderspezifische Präventionsprogramme haben. Also wenn Sie mit Programmen arbeiten, gucken Sie, welchen Spielraum gibt es und sprechen Sie mit den Zielgruppen, hören Sie zu, geben Sie Zeit auch zur Diskussion. Werden Sie ein guter Gesprächspartner für diese unterschiedlichen Gruppen und finden Sie raus, was diese Gruppen auch brauchen. Vor allen Dingen brauchen wir aber adäquate, also wirklich spezifische Programme, flexible Programme und die kostenfrei zur Entwöhnung angeboten werden. Wir müssen Menschen die Chance geben, leicht aus dem Rauchen rauszukommen. Wir brauchen ein wirksames Lieferkettengesetz, das hat Sonja Eichborn gerade nochmal angesprochen. Wir brauchen die Umsetzung eines wirksamen Arbeitsschutzes vor Ort im Anbau und in der Produktion. Es ist wichtig für Frauen, den Zugang zur Bildung zu ermöglichen, denn das hat eine Auswirkung auf die gesamte Familie und auf die Lebensperspektive von Frauen und Mädchen. Und so wie wir hier Biolandwirtschaft unterstützen oder nicht unterstützen, immer zu wenig, müssen wir weltweit an Alternativen zum Tabakanbau denken, um dort die Lebensgrundlagen zu sichern für die Familien, die ein Produkt herstellen, das eigentlich keiner braucht. Sie sehen hier die mitzeichnenden Organisationen und wir freuen uns sehr über die Verbreitung und über die Diskussion des Factsheets, das Ihnen gute Informationen liefert. Wir danken Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und für die Teilnahme und für die Fragen in der Diskussion. Sie erhalten später auch noch den Link der Aufzeichnung und wir freuen uns auch sehr, wenn Sie diese Inhalte mit Kolleginnen und Kollegen weiter diskutieren und auch mit uns in Kontakt bleiben. Ja, dann danke ich Sonja, Sabina für die Beiträge, ein total interessantes Thema, sehr bereichernd für die Vorbereitung auf den Weltnichtrauchertag. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und ja, der Spruch der Zeit ist, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Christa. Gerne geschehen. Vielen Dank, Christa.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.